Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, deswegen habe ich mir gedacht, ey, nehmen wir doch mal ein ganz einfaches Thema durch, und zwar Attack Speed. Attack Speed ist nämlich gar nicht so einfach zu verstehen, wie der ein oder andere denkt. Man würde ja meinen, ey, ich schaue einfach hier in meinen offensiven Stat von Angstgeschwindigkeitsbonus und sehe dort, oh, ich habe einen Bonus von 49,7% und insgesamt sind das 1,65 Angriffe pro Sekunde. Ich kann euch verraten, die Welt wird euch gleich so groß erscheinen und ihr werdet gar nichts mehr verstehen und euren ganzen Bild in Frage stellen. Nehmt das nicht zu ernst, ihr sollt ja Spaß an dem Game haben, aber ich glaube, das Video wird euch helfen, vielleicht ein paar Dinge anders zu sehen und vor allen Dingen auch darauf zu achten. Denn die Attack Speed in Diablo wird sehr, sehr kompliziert kalkuliert. Und ich würde das Ganze gerne am Rogue festmachen. Das geht natürlich auch mit allen anderen Charakteren. Ich verlinke euch dafür unten eine Seite von Max Roll. Die haben das eigentlich sehr gut mit Kalkulationen erklärt, leider auf Englisch. Aber dort kann man sich quasi selber Sachen ausrechnen. Aber hier, nach meinem Video, solltet ihr eigentlich ein gutes Gefühl dafür bekommen, ey, worauf sollte ich achten und was sollte ich am besten vermeiden? Also, das Erste, worüber wir reden müssen, ist, dass Attack Speed einen Cap hat. Und sogar zwei Caps, weil es gibt Kategorie A Attack Speed und es gibt Kategorie B Attack Speed. Und beide Kategorien werden zusammen plus gerechnet und jeder dieser Kategorien kann nicht mehr als 100% haben. Bedeutet, es kann gut möglich sein, dass Kategorie A, in diesem Fall beim Rogue sind das übrigens diese hier, A über 100% ist und ihr quasi Prozente verschenkt, die ihr in andere Dinge packen könntet, oder halt das gleiche auch in Kategorie B habt. Die Berechnung ist dann relativ simpel, weil beides einfach plus gerechnet wird, aber habt auf jeden Fall im Kopf, dass es bei jedem Charakter einmal Kategorie A gibt und einmal Kategorie B und beide Kategorien jeweils können nicht mehr als 100% haben. Bedeutet auch im Umkehrschluss, insgesamt kann eure Angriffsgeschwindigkeit nicht über 200% ansteigen. Wenn ihr also so wie ich hier Angriffsgeschwindigkeit auf den Handschuhen habt und vielleicht Angriffsgeschwindigkeit auf dem Schmuck und Angriffsgeschwindigkeit auf dem Kopf durch zum Beispiel Andarils Antlitz und damit über 100% kommt, dann solltet ihr auf jeden Fall etwas an eurem Bild ändern, weil alleine die Gear-A-Fixe da schon über dem Cap liegen. Achtet da einfach drauf in Zukunft, schaut vielleicht bei eurem Bild an, wie das mit den beiden Kategorien aussieht. Wie gesagt, ist unten verlinkt, aber ihr habt ja auch gerade das Bild eingeblendet bekommen. Das nächste, was ganz wichtig ist, ist, dass Diablo ja mit 60 Frames pro Sekunde läuft. Und nach diesen Frames wird auch geguckt, wie viele Attacken überhaupt pro Sekunde stattfinden können. Weil es kann sein, dass eine Attacke zum Beispiel rein die Ausführung 10 Frames dauert, dann ist es natürlich nicht möglich, mehr als 6 Attacken pro Sekunde folgen zu lassen. Und nur damit ihr mal versteht, wie kompliziert das Ganze ist, hier einmal die Berechnungsgrundlage. Einfach damit ihr es gehört habt. Ich denke aber, der erste Teil ist auf jeden Fall wichtiger, dass ihr euch selber verinnerlicht, ey, Kategorie 1 und Kategorie 2 dürfen nicht über 100% sein, um das Maximum rauszuholen. Ich glaube, wenn ihr jetzt anfangt, irgendwie Frames zu zählen bei den Attacken, dann raucht euer Kopf irgendwann. Ich blende euch einfach mal die Berechnung ein von Maxwell bei Puncture. Dort war es so, dass gemessen wurde, dass bei 58% Attack Speed das Ganze 15 Frames dauert, bedeutet also 4 Attacken pro Sekunde, und bei 72% Attack Speed geht das runter auf 14 Frames. Bedeutet, man braucht 14% mehr Attack Speed für einen Frame schnelleren Attack Speed. Heißt also, hochgerechnet, nach 14 Angriffen habt ihr also einen Angriff mehr als bei 15 Frames. Weil wenn ihr 14 mal angegriffen habt, habt ihr 14 mal einen Frame eingespart und habt dann quasi nach 14 Angriffen einen Attack mehr, als es vorher bei 58% war. Und ihr merkt schon, bei 14 Angriffen macht es am Ende gar nicht so einen großen Unterschied, ob ihr jetzt 60% habt oder 80% habt. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen in einfachen Worten. Es gibt zwei unterschiedliche Kategorien, einmal Kategorie A und Kategorie B, aus denen Attack Speed generiert wird. Beide Kategorien können nicht mehr als 100% betragen, werden addiert und können insgesamt nicht mehr als 200% sein. Der Attack Speed wird kalkuliert, indem ihr den Attack Speed von eurer Waffe mal in Klammern 100% plus Cap A plus Cap B zusammenrechnet. Und dann habt ihr die Attacken, die ihr pro Sekunde habt. Und eine der wichtigsten Sachen, es gibt verschiedene Breakpoints in dem Attack Speed. Zwischen diesen Breakpoints ihr nicht mehr Attacken pro Sekunde habt, weil einfach die Frames vom Spiel das Ganze nicht
hergeben. Ich muss nochmal dazu sagen, das Ganze ist natürlich nicht abgesegnet von Blizzard, sondern eine Fan selber zusammengestellte Darstellung. Ich habe das selber auch nicht nachgeprüft, das könnte ich auch gar nicht, weil ich keine Frames zählen kann mit meinen mit meinem technischen Know-how. Ich vertraue einfach darauf, dass Maxwell da eine gute Arbeit geleistet hat, weil die das in der Regel immer machen. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, wie gesagt, der Maxwell-Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich hoffe, das Ganze hilft euch in Zukunft, um ein bisschen besser vorbereitet zu sein, was es mit der Tech-Speed so auf sich hat. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich natürlich sehr über ein Follow freuen, sehr über ein Like freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.